Wasser ist effektiv auf Boden und nicht effektiv, also neutral auf Drache. Das heißt, die Libeldre kann ich gut mit dir machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die zwei nur benutzen soll. Oder ob ich dieses Team hier benutzen soll. Bei diesem Team denke ich mir, ich habe gar nichts. Also wir werden wahrscheinlich die beiden nehmen. Und wenigstens ein komplettes Dreier-Team, falls hier irgendwas verreckt haben, für Vasili. Und bei Vasili werde ich auch Yashiro starten und dann mal gucken. Darin, ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Ja, ja, ist er. Jetzt mal gucken, ob ich was an den Items ändern könnte. Zauberwasser, denke ich, ist gut. Ich könnte natürlich auch noch Spezialangriffs-Boost-Beere in der Notlage aktivieren. Oder draufgeben. Aber da denke ich mal, ist Zauberwasser die bessere Wahl von Anfang an. Drachenzahn ist, denke ich mal, auch die bessere Wahl. Es sei denn, ich nehme Spezialangriffs-Boost. Du behältst deine Wundersaat, du Finklauer. Ist die Frage, will ich eine Beere geben? Ich glaube nicht. Ich werde gerade mal kurz angeschrieben. Ach, Discord. Ich glaube, ich gehe einfach so rein. Einmal noch speichern. Und ja. Auf zu den letzten der Top 4 in der Pokémon-Liga. Hallo Dragan. Immerhin hat er keine Garados, ne? Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragan, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Levelunterschied. Ich hätte vielleicht auf Level 55 leveln können sollen, tun. Aber der letzte der Top 4 der Pokémon-Liga, Swimmer männlich Jill. Draschel. Predicted! Und vergiss nicht, ich bin der letzte der Top 4 der Pokémon-Liga. Ja. So, erstmal Verteidigung boosten, damit wir von den Drachenattacken schön wenig Schaden bekommen. Pulverschnee. Macht wie viel Schaden? Auf ein normales Drachen-Pokémon. Ja, fast die Hälfte. Felsgrab. In the Drop finde ich jetzt nicht so toll, to be honest. Aber Barriere. Was? Er cheatet, er hat nicht Schutzschild eingesetzt. Nein. Ich war doch schneller. Top-Genesung heilt auch keine Init. Inner Drops, oder? Surfer, ich will nur gucken, ob das jetzt mehr Schaden macht für das Brutalander beispielsweise. Nee, Brutalander ist Flug, was laber ich? Drachenklaue, ja. Ich glaube, die letzte Barriere. Habe ich auch schon mal raus. Und dann bin ich jetzt Full Defense boosted, wie es geht. Und dann sollte ich mit, auch nicht, nope, auch nicht, wenn du das sagst. Was? Ich bin der Letzte, der Top 4 in der Pokémon. Van, stop this. Jetzt fängt er mit Schutzschild an. Du mich auch. Ach. Aber gegen die... Nee, gegen... Oh, wow, was laber ich. Ja, gut. Surfer wäre wahrscheinlich nur gegen die Libeldra besser. Drachenklaue, zieh mir 15 KP. Das waren fast 30. Das war ein bisschen zu viel. Der Witz wird echt... Ah. Das musst du sagen, wenn wir die Legis fangen nochmal. Drachenklaue. So, jetzt ist die Frage. Benutzt das Schutzschild. Ich heile mich einfach mal. Hypertrank. Ach was, ich mache einfach meine Top-Genesung. Vielleicht heile ich ja meine Inner-Drops, Kappa. Ha, predicted. So, jetzt wird er aber wahrscheinlich wieder Schutzschild spammen. Nein? Okay, dann war's gut. Sehr gut. So, ein Heil-Item ist raus von dreien. Ist das der Ran-Solo-Run? Ist es der? So, Libeldra. Mal gucken. Da sollte Pulverschnee schon Schaden machen. Ich habe Erdbeben vergessen, aber ich bin geboostet. Sollte die... Ja, ein Viertel. Das war schon viel.
schon witzig, Dragan, den letzten der Top 4 in der Pokémon-Liga mit Pulverschnee zu besiegen. Ah, herrlich. Mit Pulverschnee, Leute. Awesome. Ja, also 42 KP zieht er mir ab. Das heißt, ein Crit wird mich jetzt nicht umbringen. Das heißt, ein... Ich wusste, dass das eine schlechte Rolle war. Ich wusste es. Hat das andere Libeldra auch noch irgendwie... Sag schon... Erdbeben oder so? Ich habe noch ein zwei Heil-Items. Wenn ich das quasi jetzt benutzen würde, hätte ich nur noch eins. So, Level Up erstmal. Das ist sehr gut. Dieses frohe Tentoxamon. Hydropumpe! Soll eine Attacke für Hydropumpe verlernt werden? Zur Auswahl steht nur Barriere, to be honest. Weil Surfer ist VM, Zauberblatt und Pulverschnee waren TMs. Also bleibt nur noch die Barriere. Soll Barriere verlernt werden oder nicht? Er bleibt trotzdem der letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Nee, passt schon, okay. Also keine Hydropumpe. Ich hatte sowieso noch eine TM dafür. So, Altaria. Also bei dem Vieh ist kein Drachentanz. Drachentanz, Feuerodem. Ich bin der Meinung, es sollte mich nicht töten können. Aber ich heile trotzdem mal. Könnte ja ein Crit sein. Also physisch nicht, aber wenn jetzt ein Feuerodem kommt... grenzwertig. Könnte mit einem Crit sogar reichen vielleicht. Oder ich underestimate die Dingsbums. Sag schon, die Spätzle von Tentoxa selbst, aber... ich werde ja sowieso nicht schneller sein. Pulverschnee. Drachen tanzt dich ruhig hoch. Ich hoffe, du hast keine physische Attacke. Mein Altaria ist übrigens besser. Es kann Nachahmer, okay? Pulverschnee, bitte friere ein. Das hatten wir noch nicht. Bitte, bitte friere ein. Oder nein, friere bei dem Libeldra oder Brutalanda ein. Das ist besser. So, ich brauche 3 Risikotackle. Wie schön, dass ich Barriere drin habe. Aber ja, mit einem Drachentanz... 2 Drachentanz hat er drin. Das ist nicht viel erhöhter Schaden. Wie schön, dass ich 6-mal Death-Boosted bin. Ah. Natürlich war die Roll schlechter am Anfang. Pulverschnee. Oder bring dich selbst um, das geht auch. So, ich habe noch ein High-Item. Zum Glück war das kein Crit. Das wäre dann doof gewesen. Von den KP, die ich verloren hätte. So, Seedraken. Ich hoffe, das kann jetzt nicht Erholung und Doppelteam. Mann, das Wasser ist auf Wasser neutral? Und negativ gegen... Wasser sollte ich für nicht benutzen. Zauberblatt ist gegen Drache nicht. Ach komm, Pulverschnee. Oh, du kannst auch Drachentanz. Das könnte eklig werden jetzt mit dem. Ich probiere es aus. Ich mache Pulverschnee, hoffe auf einen Freeze. Den musst du freezen. Die anderen sind egal. So, und dann setze ich einfach mal Zauberblatt ein, um zu gucken. Wir sind in der Höhenliga. Ja, es war kein Schaden. Ich habe Zauberblatt, mein Junge. Natürlich können die das. Ja, immer doch. Oh, es kann dauern. Drachentanz Rauchwolke. Ich bin RIP, wenn es eine physische Attacke hat. Weil ich keinen Schaden mache. Ich sollte eigentlich wirklich Pulverschnee machen. Ach, das trifft nicht richtig. Body Slam, ja, so. Bitte frier rein, bitte! Und jetzt macht er gleich noch Top-Genesung. Mann. 2 Zauberblatt und das war's. Okay, jetzt würde ein Crit mich in 10 KP Reichweite bringen von einem Body Slam. Ich hoffe nur, dass ich nicht paralysiere. Und sonst sollte das funktionieren. So, jetzt Top-Genesung, ne? Ich habe auch nur rein High-Item. Ich will nämlich nicht auswechseln wegen den Defense-Boosts, die ich habe. Und ich will auch nicht sterben, so. Das heißt, jetzt Zauberblatt all the way. Ja. Meine AP gehen zugrunde, aber ich habe ja noch ein paar Bären, so. Jetzt... Tötet mich ein Crit.
War das dein letztes Pokémon? Ich glaube nicht, ne? Jetzt würde mich ein Crit töten. Soll ich mich heilen? Ist so die Frage. Ich riskiere es. So, bitte kein Crit. Gut so. Crit hätte mich auch nicht getötet, aber man weiß ja nie. So, jetzt muss ich mein letztes Heil-Item benutzen. Who needs healing? Ran braucht Healing. Und zwar im Herzen, weil Shinichi seit Jahren nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist der 6. oder 5. Drachentanz. Das wird eklig. Aber Leute, ein Teletoxer mit Barriere ist OP. Sollte der noch einen Top-Genesung benutzen, dann bin ich tot. Bitte? Oh, danke, Gott bless, Alter, Drachentanz. Puh. Okay, bis auf Seetracking. Ich habe wirklich vergessen, dass er ein Seetracking hat. Alle mit Pulverschnee vernichtet. Ne? Top 4 mit Pulverschnee, beste Attacke, best Option. So, das letzte war jetzt Brutalanda. Da können wir Gott sei Dank wieder Pulverschnee verwenden. Ne? Ja, bedroh mich mal. Hindert mich eh nicht daran, dass du mir keinen Schaden machen kannst. Jo, Drachenklaue, was sind das? 30 KP jetzt oder so? Ja, 35. Ne, 34 sogar nur. Aber ich habe ja eine oder zwei Rauchwolken. Hm, nicht so schön. Eine muss jetzt treffen. Danke, ich habe nämlich Genauigkeitsdrop, aber... Jetzt ist die Sache, reicht die nächste Roll oder reicht die nächste Roll vom Gegner oder sollte ich auswechseln? Weil wenn ich auswechsel, bin ich auch RIP. Aber ich kann Tetoxer besser gebrauchen als, sag schon, Altaria im nächsten Kampf. Aber komm, Drachenklaue, bitte kein Crit. Oh. Aber Pulverschnee geht daneben. No. Jetzt ist die Frage, auswechseln? Drachenklaue wird sicherlich Half-Life machen. Schneller bin ich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich bin mit dran schneller, wenn ich wieder reinwechsel, wenn Koturi stirbt. Weil wenn jetzt Koturi stirbt, kriege ich ja sowieso was ab und ich glaube, ich könnte schneller sein. Na, Hälfte? Holy shit, viel zu viel. Hm. Ja, gut. Altaria hat viel gemacht in der Top 4. The boy I'm streaming. Ja, the boy I'm streaming. So, jetzt habe ich keine Genauigkeit, Drops, keine Inner Drops. Ich sollte schneller sein und jetzt kommt es auf die Roll an. Kriege ich eine bessere Roll? Kriege ich eine schlechtere? Wahrscheinlich die schlechtere. Okay. Also, Vasili, ich hoffe, ich kann mich boosten. Fuck! Ich habe die Zitrobeere vergessen. Ich wollte gerade Tapweed machen. Sollte eh nichts können. Bye bye! Ja gut, ich habe halt gedacht, Altaria ist bulkiger, aber... Anscheinend ja nicht. Oh, die Werte habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber... It's time, boys! It's time for the champion! And it's time for Sonderbonbons! Dir wird die wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen... Weiter? Keine Ahnung. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Und nicht vergessen, ich bin der Letzte der Top 4 der Pokémon-Liga, wie Sven sagen würde. Gut, Übertrag. Ja, Vasili war ein Smart Champ. Nein, Rubin Saphir war Troy. Ja. Okay, irgendwas wollte ich doch noch gerade. Genau, meine Sonderbonbons. So, wir geben auf jeden Fall Yashiro 1. 4 KP, Leute. 4 KP. 2.
Und das allerletzte. Weil Level 58 ist der Signature. 200 KP. Die sind gut. So, und dann geben wir den Rest. Alles sparen. Weil Hytera ist nur da, um irgendwelche Drops auszugleichen, eventuell. Und wenn es draußen ist, Kompimator Spam und heilen. So, der letzte Bomb auch Level 58 für Bahn. By the way, Treu war ja der ursprüngliche Plan. Was meinst du damit? So, 4 KP, 3 Angriff, nochmal 3 Spezialverteidigung. Das sind gute Werte für ein Level Up. Den letzten. So, an Items. Jetzt mal überlegen. Brauchst du was anderes außer Wahlband? War Gift auf Wasser neutral? Aber ich denke mal, Wahlband bleibt. Was hast du nochmal? Flinklauer, das bleibt auch. Wahlband. Ja, ist es. Ist gut so. Achso, der einzige Grund, Feuer-Pokémon mitzuschleppen. Ja. Bei Matschbombe. Na, Matschbombe mit Wahlband tut gut. Nochmal die AP hier angucken. AP auffrischen. Vor allem, was wären die Optionen? Crit Chance, Genauigkeit Drop vom Gegner, Fokusband, nee. Brauche ich nicht Siegesang, auch so eine Sache, nö. Seinen Schall braucht man nicht. Und das war's. Pudersand, ich werde doch keinen Dingsbums benutzen. Sag schon. Zauberblatt einmal auffüllen und zur Sicherheit einmal den Schlafpuder. Und einmal jetzt noch die Matschbombe. Ja. Nur Milotic wird davon. Oh ne, Milotic konnte doch auch irgend so eine Scheiß-Kombo. Was war denn das? War das Amnesie? Warte mal, Leute, was konnte das Wailord? Das Wailord konnte auf jeden Fall Frontdrehen, Regentanz. Was kann's sonst noch? Weil ich habe keinen Bock mit Bisaflor Frontdrehen abzubekommen, to be honest. Ich habe vergessen zu speichern, ne? Aber machen wir mal so, falls die Rom abkackt. Willkommen, Peachan. Dieser Zwischenfall in Xenorovil, das war hervorragende Arbeit, wie du die Krise dort beendet hast. Ups. Es wäre aber nicht fair zu behaupten, du hättest allein für Ordnung gesorgt. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinen Pokémon zusammengearbeitet hast. Wir Trainer ziehen Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Und auch wir lernen viel von den Pokémon. Dann wird deine Leistung mit der anderen Trainer verglichen. Nun ja. Wer kann am elegantesten in ganz Hoenn mit seinen Pokémon tanzen? Zeig es mir hier und jetzt. Ja, Wailord hat Fontaine, das weiß ich. Und Regentanz, aber was konnte es noch? Na, wenn es Blizzard kann, dann habe ich keine Chance, mich hochzuboosten. Ich könnte auch einfach mal nachgucken. Ist kein Blizzard. Ich wusste es. Lieder Marcellus. Wait, der Champ ist Maximum Level 58, hat aber Level 57 Pokémon. Ja, gut. Das ist jetzt kacke, im Blizzard abzubekommen. Ja, ich habe die Namen gerandomized. Jetzt ist die Frage, Schlafpuder und Boosten wäre, glaube ich, das Beste, weil Zauberblatt brauche ich 2 dafür vielleicht, oder 3. Aber einen Blizzard abzubekommen und zu freezen wäre scheiße. Ja, getroffen. Vergesst nicht, ich bin der Letzte der Top 4 der Pokémon-Liga. In der Pokémon-Liga. So, jetzt muss es nur nicht sofort wieder aufwachen. Wachstum. So, ich mache nur 2 Wachstümer, okay? Mehr kann ich mir, glaube ich, nicht erlauben. Ich will kein Blizzard abbekommen. Nein! Oh, Regentanz zuerst. Für das Kapaloris wahrscheinlich. Ich werde es riskieren und nochmal Schlafpuder drücken. Ja! Ah, Freitag der 13. Wir hatten noch keinen Crit. Und jetzt habe ich alles heraufbeschworen.
Jetzt habe ich alles heraufbeschworen. Magst du? Kappalores! Ja, genau das. Kappalores! Aber ich glaube, ich werde den Regen auch noch auszahlen. So, ich werde den noch einmal auf Wachstum drücken. Drei Wachstüme sollten reichen. Und dann heißt es Zauberblatt all the way. Oder ich bin gerade greedy und drücke nochmal auf Wachstum, aber nee. Ich kann ja einmal auf Zauberblatt drücken. Wenn es One-Shot ist, sollte es reichen. Es sollte reichen. Um jedenfalls alles mindestens zu two-shotten. I see a sweep. Ja, das haben wir mit vielen gemacht. Ich glaube, das war ein unnecessary crit. Übrigens, den Counter muss man trotzdem nochmal um einen erhöhen. Das war ja vorhin schon. Also einmal bitte Ausrufezeichen crit. Ja, Milotic, das mich blockt. Hallo, Milotic! Ach, lang ist's her. So, was konntest du überhaupt noch? Nur 50 unnötige Crits in dieser Challenge. So, bitte die Hälfte. Komm schon. Wie, das Milotic blockt mich, wenn... Milotic wird Toxin. Ich bin Gift-Pokémon, das kann mich nicht toxinieren. Ich glaube, Milotic konnte Toxin, oder? Bei dir ist das natürlich jetzt nicht so gut, aber ich habe nur Zauberblatt. Bei dir werde ich 2 oder 3 brauchen. 2. Oh nein! Der konnte Eisschlag, bitte freeze mich nicht. Das war Crit! Ich sag ja, ich hab's heraufbeschworen. Freitag der 13. Noch kein Crit. Instant Crit. Easy. Das Gift-Pokémon nicht vergiftet werden können. Komm, er ist auch in späterer Gen. Ach, egal. Vaser, ja, Vaser. Vaser, was willst du machen? Moment, das konnte auch Eisstrahl, oder? Ich werde mich sowieso jetzt gerade mal heilen. Zum Glück hat Bisaflor so viel KP. Ja. Zum Glück gab es in der ganzen Siegestraße nur ein Pokémon, was keine KP-EVs gab. Eins. Ich habe Azumarill, das gab KP-EVs. Es gab Hariyama. Es gab Nidoqueen. Es gab... Was gab es noch alles für Scheiße? Viel zu viel. Jedes Wasser-Pokémon kann Eisstrahl. Ach nee, Erd... Oh. Das tut auch weh. Aber Zauberblatt One-Shot. So, das war Heil-Item Nummer 1. Warum ich nicht auf Synthese gedrückt habe, weil ich da nicht Full-Life wäre. Schwarzer Kaiser, vielen Dank für den Follow. Ich sollte das hier wirklich mal wieder nach oben... Nein. Dann sehe ich das nämlich komplett. So. So, jetzt müsst ihr das komplett sehen, wenn was kommt. Yashiro erhält Erfahrungspunkte. Das hat gleich Level 59... An das Vieh habe ich nicht gedacht, to be honest. Schlafpuder? Geht natürlich jetzt eben. Schade. Schlafpuder, please. Wenn das jetzt nicht trifft... Kralle! Ist doch die Sache. Es sollte trotzdem Tuit sein. Ach komm. Einfach go. Gyarados Superstrahl, go! Ja, komm, überlebe, bitte. Bitte! RIP. Okay, das könnte jetzt problematisch werden. 2x Drachentanzweep von Gyarados. Crow called it. Ja. Moment mal, das letzte Pokémon von ihm... Keine Ahnung. Muss ich aufladen. Free Match Bombe. Bitte. Reiche aus. Bitte. Was kriege ich jetzt ab? Top Genese, okay. Puh. So, das heißt, nächste Matchbombe, so. Entweder ist das jetzt ein Crit oder ist vergiftet oder es reicht aus mit einer besseren Roll oder ich brauche Tools. Schlechtere Roll sogar. Selbes Spiel, entweder wird's Crit, bessere Roll, vergiftet oder Tools. Wohl eher letzteres. Aber, ne? Es hat einen Drachentanz drin. Wenn er nicht crittet, dann ist alles gut. Alter, wie viele Top-Genesungen hat er noch? Nee, der kommt noch. Hatten wir den schon? Hatten wir was schon?
Was? 4 Top-Genesung? Oh mein Gott. Kann ich jetzt bitte mal critten oder vergiften? Das würde mir gut tun. Allein schon, weil er einen Drachentanz drin hat. Komm schon, was tankst du? Was tankst du, Bahn? Du hast nicht umsonst KP-Faust bekommen. Und Verteidigung, danke. Mann, ey. Jetzt muss ich gleich... Unnecessary Crit Counter, bitte? Oh, Kapaloris. Ja, ich glaube, ich brauche mich nicht heilen, ne? Ich brauche mich nicht heilen. Ich habe nichts mehr, was immer trifft. Bitte treffe, treffe. Danke! Huch. Instant, gewonnen. Kapaloris! Kapaloris! Oh. No, was heißt hier no? Ich, der Champ, wurde besiegt. Eine erstklassige Leistung. Du warst elegant, manchmal auch verzweifelt. Aber auch herrlich. Der Ruhm gehört dir, Pichan. Du warst wahrhaft ein edler Trainer. Why he didn't die, Kappa? Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast, manchmal wirbelten sie wie eine Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie wie ein Blitz ein. Du hast deine Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich mit deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Hoenn-Region rufe ich dich hiermit. Ja. Ja, Vin, wir wissen's. Pichard, ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Was? Du hast schon gewonnen? Mann, bist du langsam. Was? Pichard, das kann nicht sein. Ich wollte dich doch verlieren sehen, Mann. Ist es schon vorbei? Siehst du? Was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um deinen Ehemann zu machen. Pichan, du hast es geschafft. Also, als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du sogar Champ geworden bist. Oh ja. Was ist aus dem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Oh, du hast 160 Pokémon gesehen und 46 Pokémon gefangen. Ja, Entschuldigung, ich darf nur auf jeder Route was fangen, ne? Das läuft doch wunderbar, mach weiter so. Auf nationaler Ebene hast du 251 Pokémon gesehen und 91 Pokémon gefangen. Also, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Trainer Maike möchte kämpfen, Kappa. Ach. Ja, One-Shot von Bahn all the way. Pichan, nein, lass mich es richtig ausdrücken. Neuer Champ, komm mit mir. Maike, du darfst nicht. Tut mir leid, du musst in die Küche. Tut mir leid, aber dieser Raum ist keine Küche und dürfen nur von Trainern, die Champ geworden sind, betreten werden. Warte bitte draußen mit dem Professor. Ich mache nur Spaß, es ist schon okay. So sind die Regeln. Ha, ha, ha. Pichan, herzlichen Glückwunsch. So, was steht jetzt noch an? Also, in den Credits. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Van, please. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder. Als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. So, gleich muss ich erstmal 4 Pokémon freilassen. Wobei ich sage, Bisaflor lasse ich noch drinne für legendäre Fangen und gucken. Bisaflor, auch weil es shiny ist, das werde ich sowieso nicht freilassen. Sondern auf der Box permanent krepieren lassen. Aber, ja. Volteball. Elektroball. Ah, Tentoxa. Altaria, du hast irgendwie gar nichts gemacht. Ich habe mir mehr vorgestellt, aber ich musste dich reinwechseln. Bisaflor, unser Retter der ganzen Challenge. Hytera. Und Bahn, unser OP-Pokémon. Mit Walband. Sorry, I can't stop. It's a curse. Henny vs. Troy. Kann man hier gegen Troy kämpfen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber erstmal, wenn ich gelevelt habe. So, was steht jetzt noch an?
Ich will einfach nur gucken, wo die Dingsbums, die legendären Pokémon randomized sind. Das heißt, wir werden uns jetzt auf die Suche begeben. Machst du für das Tunnel? Ah, ja, Pokémon Level 70, das war's. Achso. Sind das Pokémon, die ich gefangen habe? Sind bislang alles Pokémon, die ich gefangen habe? Ja, es sind Pokémon, die ich gefangen habe. Okay, jedes legendäre Pokémon fangen, um zu gucken, wie es gerandomized wurde. Dann, je nachdem, wie es dann aussieht mit den Teams, also ich habe dann drei legendäre in einem Team, obviously, kann man ja dann nochmal die Liga machen, muss ich mir das Level Cap nochmal angucken, wo, bis wohin ich trainiere. Und Troy dann noch machen vor der Liga das zweite Mal. Aber an sich erstmal durch. Und schade, dass das Paket nicht angekommen ist. Ich muss immer noch anschreiben. Ja. Er wird wahrscheinlich dann nochmal die Arena gemacht. Nur dann ist die Frage, mit welchem Team, ne? Ein Team, das aus Legendären besteht und ein useless Team. Ein Team, was aus Legendären besteht. Und dann kann ich ja noch was Neues fangen. Mann, ey. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich dann die drei neuen Legendäre in einem Team habe. Die zwei neuen Pokémon, die ich in der Safari-Zone fangen kann. Weil da ja neue Areale sind, darf ich nicht vergessen. Und das Tunheel. Das ist dann ein Team. Das klingt doch nice. Und damit versuchen wir dann die Arena nochmal neu. Also wir wissen ja, ich habe ein Arktos Level 70, das ich jetzt benutzen kann. Erstmal. Ja, wobei, wenn Troy Level 70 Begrenzung ist, dann kann ich es ja nicht benutzen. Ich kann es nur dabei haben. Farbigel. Ja, Farbigel. Ach, das tut so, das ist Ladybar. Porygon 2. Was? Was ist mit Farbigel? Und Mogelbaum. Moment mal, Farbigel? Was? Farbigel, Mogelbaum, wo waren die jetzt noch? Kampfzone? War da nicht was? Mogelbaum-Encounter. Ja, aber ich muss erstmal die Legendäre fangen, damit die Legendäre in einem Team sind. Und dazu ist jetzt so die Sache. Auf welchem Level sind die Legendären? Level 70 auch. Wenn ja, muss ich sowieso erstmal leveln. Leider. Ja, Kampfzone. Da war was. Ende. 75. Ja, was ist das Level Cap für die nächste Liga? Das muss ich ja wissen. Ja, welche legendäre Rayquaza habe ich ja schon gefangen? Ist ein Arktos geworden. Also Kyogre und Groudon. Obviously.